Wir erklären den Banking Club. Das ist Frau Blume. Sie arbeitet in einer Bank. Um sich über Innovationen in der Bankbranche zu informieren, nutzt sie neben dem Internet noch diverse Offline-Formate. Denn so kann sie auch gleichzeitig Kontakte pflegen und knüpfen. Ihr Kollege Herr Ritter hat eine Frage zu kontaktlosen Bezahlsystemen. Frau Blume erzählt ihm, dass sie an einem Fachkongress über die Zukunft des Bezahlens teilgenommen hat und ihm einen versierten Ansprechpartner weiterempfehlen kann. Herr Ritter wundert sich, woher Frau Blume immer so gut über die Branche informiert ist. Das macht sie ganz clever, denn durch den Banking Club bekommt sie alles über neue Kongresse und Abendveranstaltungen mit. Und dort schließt sie auch ihre hilfreichen Kontakte und erfährt von den neuesten Trends. Der Banking Club bietet vernetztes Fachwissen für Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern. So kann sich Frau Blume auf der Webseite zu relevanten Themen informieren. Und über die Banking News als Online-Magazin und Zeitung ist sie immer up-to-date. Außerdem nutzt sie das große Online-Forum für Banker, das der Banking Club auf Xing betreibt. Für Abendveranstaltungen und Fachkongresse registriert sich Frau Blume direkt über den Banking Club. Ein Vorteil: dort trifft sie auf 70% Kollegen aus der Bankbranche und nur auf 30% externe Fachexperten. Das sorgt für einen regen Austausch. Das Hauptaugenmerk liegt beim Banking Club auf dem großen persönlichen Netzwerk, das die Mitglieder untereinander aufbauen. So hat Frau Blume immer einen passenden Ansprechpartner, mit dem sie sich über fachliche Themen austauschen kann. Herr Ritter ist von den Möglichkeiten des Banking Club begeistert. So einfach hätte er nicht gedacht, sein Branchennetzwerk zu erweitern und die für ihn relevanten Fachthemen zu vertiefen. Wenn auch Sie mehr über den Banking Club erfahren wollen, dann schauen Sie bei uns vorbei.